Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki in New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jenner hier, der Mann mit dem Schnäuzer. Hast du eigentlich Schnäuzer? Nee, du hast so einen richtigen, du hast so ein Gesichtsmuschi hast du, ja? Das ist ein Vollspartaner, mein Lieber. Ein was? Ein Vollspartaner. Hab ich immer noch nicht verstanden. Ein Vollspartaner. Vollspartaner? So heißen die. Sagt man das? Ja, so sagt man das so. Vollspartaner? Mhm. Das war alles weiß. Doch halb und gibt Was man hier alles lernt bei Shoki. Ja, hör mal, sind wir hier bei Shoki oder eher bei Banoki? Spartaner. Mhm. Naja, heute am 12. Januar haben wir auch ein berühmtes Geburtstagskind. Und das berühmte Geburtstagskind ist Maybrit Illner. Ach, guck mal an. Kennst du? Mhm. Mit der, die hat eine Talkshow, wie heißt sie nochmal? Mhm. Ah, Maybrit Illner heißt sie. Maybrit, Deibrit, unser Brit. Maybrit. Maybrit Illner. Stimmt, die hat ja kaum... Ja, das nicht. Okay, so habe ich das nicht gemeint. So hast du es gemeint. Volles Brett. So hast du es gemeint. Nein, man sagt ja aus volles Brett, auch wenn... Ja, jetzt ja, man kann Brett und Brett, kann man so und so sagen. Ja, aber so war es nicht gemeint. Brett Pitt ist... Und ist Johnny Depp. Ja, genau. Ja. 12. Januar. Ja, was noch passiert? 2006, 12. Januar. Ali Akçay, Mehmet Ali Akçay, ist auf freien Fuß gesetzt worden. Das war der... Papstattentäter. Ich werde jetzt gesagt Attentäter, weil du gesagt hast Mehmet Ali Akçay. Mhm. Attentäter haben immer Doppelnamen. Ja, richtig. Du? Unglaublich, ja. Das hatten wir ja schon mal das Thema. Ja, ja, egal. Also Papst Johannes Paul ist 1981 von ihm dreimal schwer getroffen worden. Seitdem gibt es auch dieses Papamobil, das verglaste. Ja, genau. Ja. Und 2006 war was? 2006 ist er nach 25 Jahren Haft auf freien Fuß gesetzt worden. Ah, okay. Das Ganze hat genau 8 Tage angedauert. Dann hat das Gericht in Istanbul nachgerechnet und hat bemerkt, dass die Haftstrafe falsch berechnet war. Echt? Ist er direkt wieder eingelocht worden. Nee, im Ernst? Doch. Das merken die? Die haben 25 Jahre lang Zeit und merken, dass es falsch berechnet ist? Ja. Und 8 Tage war er auf freiem Fuß und dann ist er wieder weg? Ja. Hammer hat. Und war er dann länger weg? Weißt du das? Das weiß ich nicht genau. Ich weiß aber, dass Papst Johannes Paul ihn besucht hat und ihm vergeben hat in christlicher Manier. Das war zu Zeiten, als er noch im Gefängnis war. Ja. Aber 2006 war ja Papst Johannes Paul nicht mehr am Leben. Nee, das wäre dann schwer geworden. Das war, glaube ich, 2004, da hat er den Geist aufgegeben. Ja. Schwierig. Das wäre, ja. Ich fand ihn nicht lustig. Jedenfalls, jetzt haben wir einen Fakt des Tages. Juhu! Ja. Fakt des Tages ist, wer weniger als 7 Stunden am Tag schläft, stirbt deutlich früher. Okay. Das heißt also, mindestens 7, wenn nicht mehr, Stunden schlafen und dein Leben wird sich deutlich verlängern. Schaffst du das? Ja. So 13, 14 Stunden machst du schon, ne? Mache ich normal schon, ja. Ja, genau. Und das nur am Vormittag. Ja, ich schlafe manchmal in 2 Schichten. Ja? Mhm. Ja, macht ja auch Sinn. Wie gesagt, man lebt ja länger. Ja. Ja. Ein 60-Jähriger hat schon 20 Jahre seines Lebens hat er schon verpennt. Cool. Krass, ne? Ja. Am Stück. Ja, am Stück. Genau. Die ersten 20 Jahre und dann nicht mehr. Ja, ja. Und dann ist er als 20-Jähriger, kommt er dann sozusagen auf die Welt. Ja. Ja, kann er nicht reden, muss er nicht in die Schule? Ja, muss er nicht. Er ist ja dann schon volljährig. Ja, genau. Ja, kommt als Volljähriger, kann direkt hier Party machen. Kann direkt seinen Führerschein machen, geht gleich los. Wie geil ist das denn? Logo immer. Ja, und dann muss er auch nicht pennen. Nee. Ja, die ersten 20 Jahre gepennt und dann zacki zacki. Und dann eine Techno-Party bis zum 60. Lebensjahr. Naja, es kommt darauf an, was für eine Zeit. Das war ja, vielleicht war es ja früher, war es ja eine Irish Folk Party nach der anderen. Boah, ja, Irish Folk, ja. Das ist ungefähr so, als wenn dir einer mit der Drahtbürste über den Rücken kratzt. Ja, so geil. Aber sagen wir so, eine Lambada Party nach der anderen. Juhu! Das ist ja ein bisschen mehr so ein Lambada-Mensch. Ja, Logo. Ja. Er ist ja so ein Tänzer. Mhm. Glaubt man nicht? Ist aber so. Ja. Ja, das war Shoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 12. Januar, morgen sehen wir uns wieder am 13. Januar. Bis dahin könnt ihr den Kanal abonnieren. Ihr könnt warten bis morgen. Ja, Fanpost schicken, was? Genau. Ja, schickt doch mal was. Cheerio, Miss Sophie. Haut rein.